Der 8-jährige Tristan sucht seinen Truck. Er hat die Nummer 25. Boah, guck mal, Tristan, was ist das denn für ein Truck? Guck mal, da kommt er schon raus. Ja, da ist der Fahrer. Ich hatte mal hingehen zu sehen, da ist der Fahrer. Hi. Hi. Euer Truck? Ja. Ich bin Dirk, hi. Hi. Du? Ich bin Tristan. Und du? Der Andro. Cool. Gefällt euch? Ja. Einmal rein. Könnt ihr mal reingucken. Cool. Ist der geilste Truck. Yay. Und hier gibt's sogar ein Bett. Ein Fernseher. Ein Kühlschrank. Ein Fernseher. Und noch die Fernbedienung da drin. Tristan hat einen Volltreffer gelandet. Er und Kumpel Leandro dürfen im 520 PS Airbrush Truck von Dirk Müller mitfahren. Abgefahrener geht's nicht. Tristan sieht zwar kerngesund aus, aber er hat Blutkrebs. Mein Sohn ist im Januar 2015 an Leukämie erkrankt und hat infolgedessen eine sehr harte Zeit hinter sich, 2-jährige Chemotherapie, und hat dieses Jahr im Januar die Therapie erfolgreich beendet und erlebt. Abfahrt in Kalka. 179 Lkw gehen einer nach dem anderen auf Tour. Ein imposanter Anblick. An Bord rund 100 krebs- oder herzkranke Kinder aus Deutschland und den Niederlanden. Für die haben die Fahrer einen ihrer freien Tage geopfert. Manche der Kinder werden das Jahr vielleicht nicht überleben. Sowas geht auch an hartgesottenen Truckern nicht spurlos vorbei. Ich muss natürlich auch ehrlich sagen, ich werde heute Abend sehen, wie ich damit umgehen kann. Ja, das wird jetzt auf dem Konvoi sicherlich nicht sein, weil wahnsinnig viel los ist. Aber ich möchte mal sagen, der ein oder andere Gedanke wird heute Abend kommen. Die Tour findet zum 4. Mal statt. LKW-Stau. Ja, das wird es heute noch geben. Immer. Aber guck mal, da hinten fahren die immer noch. Ja. So viele Trucks wie diesmal waren noch nie dabei. Durchfahrt in Emmerich, hier steht sogar die Freiwillige Feuerwehr Spalier. Voll cool! Ja, cool, echt cool. Und im niederländischen Serenberg gibt's Laola für den Tross. Die Trucker drehen mit den Kids dort eine ganze Runde durch den Ortskern und sind die Attraktion. Guck mal, wie viele Leute hier rumstehen. Nach 4 Stunden Rückkehr nach Kalka. Tristan und Leandro sind platt, als hätten sie selbst den Bock gelenkt. Müde, aber glücklich. Ihr einziger Wunsch? Nochmal fahren. Aber ihr seid doch müde. Egal. Doch für heute muss es reichen. Ein Tag Freude für die Kinder trotz Krankheit. Die Rechnung ging auf. Das ist für Tristan ganz wichtig. Es ist eines der glücklichsten Tage seines Lebens. Und den haben sie Dirk Müller und seinen Kollegen zu verdanken. Trucker mit Herz.